Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend hier in Wangen seid und schön, dass ihr jetzt live zugeschaltet habt auf www.johlmedia.de. Wir wollen weiter studieren in Johannes 8, in diesem so interessanten Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern, das so viele wesentliche Wahrheiten des Evangeliums uns genauer erklärt und auch zeigt, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die ihm eigentlich sehr feindlich gegenüber eingestellt waren. Wir wollen natürlich, bevor wir beginnen, mit einem Gebet starten und wenn es uns möglich ist, wollen wir dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir auch heute aus dem Johannesevangelium lesen dürfen und dass du versprochen hast, durch deinen Heiligen Geist es uns so zu erklären, dass wir Jesus besser verstehen und seine Botschaft auf unser Leben anwenden können. Wir möchten dich bitten, dass die Worte, die Verse, die wir jetzt betrachten, wie Pfeile in unser Herz hineindringen und dass wir in unserer Freundschaft zu Jesus wachsen dürfen. Danke für die Kraft deines Wortes und danke, dass du mitten unter uns bist und durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns reden wirst. Im Namen Jesu, der für uns eintritt. Amen. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 8. Wir sind mittendrin in dem Gespräch, das Jesus mit den Pharisäern führt, nachdem er ja im Tempel die Ehebrecherin ihr die Sünden vergeben hat und dann die Pharisäer und dann gesagt hat, dass er das Licht der Welt ist. Wir haben zuletzt gesehen, dass aufgrund dieses Gespräches einige der Zuhörer, der Zuschauer, ja, die da herumstanden, angefangen haben, Jesus zu glauben. An ihn zu glauben. Wir haben gesehen, dass Jesus quasi, und das wird dann eigentlich recht deutlich auch heute noch werden, dass er quasi dieses Gespräch mit den Pharisäern quasi kurzzeitig unterbricht, um diesen Menschen Mut zuzusprechen und sagen, bleibt bei meinem Wort. Wenn ihr bei meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann sind es nicht diese Gläubigen, sondern die Pharisäer, die den Gesprächsfaden wieder aufgreifen und sagen, wieso sollen wir frei werden? Wir sind ja Abrahams Samen, nicht wahr? Und wir sind nie jemandes Knechtes gewesen. Und Jesus macht deutlich, was er meint. Er geht gar nicht darauf ein, dass sie auch politisch ganz oft Knechte gewesen sind. Aber er geht auf die tiefere Ebene, er zeigt, was das eigentliche Problem ist. Das eigentliche Problem ist die Sünde. Und wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und Jesus war gekommen, um uns wirklich frei zu machen. Das hat die Geschichte mit der Ehebrecherin gezeigt. Jesus war nicht nur gekommen, um Menschen zu heilen, er war gekommen, um Sünden zu vergeben. Und zwar wirklich. Er war gekommen, um sein Volk von dessen Sünden zu erlösen. Und das hat er in diesen Versen jetzt ab Vers 34 sehr deutlich gemacht. Wir steigen da jetzt direkt ein in Vers 37. Es geht immer noch um diesen Einwand, den die Pharisäer gegeben haben, gesagt haben, ja, wir sind doch Abrahams Same. Wer mag mal Vers 37 lesen? Johannes 8, Vers 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Genau. Die Pharisäer hatten gesagt, wir sind Abrahams Same, ja, was brauchen wir Freiheit? Und Jesus wollte ihnen deutlich machen, ihr braucht Freiheit, weil ihr sündigt. Und weil ihr Sünder seid, da braucht ihr Freiheit. Und ich bin gekommen, um euch Freiheit zu geben. Und jetzt greift er den Gedanken von ihnen auf und sagt, ja, ich weiß ja, dass ihr Abrahams Same seid. Ja, das wusste Jesus. Das heißt, an dieser Stelle geht es um worum? Wenn er sagt, ich weiß, ihr seid Abrahams Same, was anerkennt er? Er anerkennt, dass sie genetisch von Abraham abstammen. Ja? Er sagt, das weiß ich. Ja? Ich weiß, dass wenn ihr eure Stammbäume rausholen würdet, die Geschlechtsregister könntet ihr wahrscheinlich nachweisen, vielleicht nicht bis zu Abraham, aber ihr könntet nachweisen, dass ihr echte Israeliten seid. Ja? Nachfahren Abrahams. Ich weiß das. Die Frage ist nur, was bringt das, wenn man Abrahams Same genetisch ist. Schaut mal mit mir wir lassen immer den Finger hier, kommen immer wieder drauf zurück, in Römer Kapitel 9, Vers 7. Da sagt der Paulus was total Interessantes. Schaut mal in Römer 9 und dort Vers 7. Da sagt Paulus, auch
sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Paulus sagt was Bemerkenswertes. Er sagt, nicht alle, die Abrahams Same sind, sind Abrahams Kinder. Und das wird in den Geschichten von den Patriarchen ganz deutlich, weil Abraham hatte erstmal wie viele Kinder? Ja, eigentlich noch mehr, nicht wahr? Also hat er erstmal den Ismael, dann den Isaak und dann noch ein paar andere. Aber es geht hier natürlich um Ismael und Isaak. Beide stammen genetisch von Abraham. Aber nur einer ist der Sohn der Verheißung. Und wenn man dann eine Generation weitergeht, Isaak hat wie viele Söhne? Zwei. Und von denen sind beide Nachkommen von Abraham, oder? Die sind beide genetisch Same Abrahams. Aber einer geht verloren, einer wird gerettet. Einer ist Kind im geistlichen Sinne, einer ist ein Kind Gottes und der andere nicht. Deswegen sagt Paulus, nicht alle, die Abrahams Same sind, sind Kinder. Und da werden wir gleich noch ein bisschen mehr dazu uns überlegen. Aber schauen wir zurück Johannes 8. Ja? Da steht auch noch in 9,8, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Genau, das heißt, bei Gott zählt nicht die genetische Abstammung, sondern dass man der Verheißung glaubt. Und da werden wir gleich, Jesus macht diesen Punkt jetzt sehr, sehr deutlich hier in Bezug auf Abraham. Er sagt in Vers 37, ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten. Das haben wir gesehen, jetzt, ich wiederhole nicht alle Verse, aber schon in Johannes 5 wollten sie ihn töten, in Johannes 7 wollen sie ihn töten, hier in Johannes 8 wollen sie ihn töten. Sie wollen die ganze Zeit töten. Ja, und Jesus macht jetzt diesen Kontrast deutlich. Ihr behauptet, Abrahams Same zu sein, aber ihr wollt mich töten. Und zwar warum? Warum wollen sie ihn töten? Was sagt der Vers 37? Weil sein Wort in ihrem, weil sie auf sein Wort nicht hören wollen. Also das wollen sie nicht annehmen, was er sagt. Genau, das ist so die praktische. Was steht da wörtlich in dem Vers? Sein Wort hat keinen Raum in euch. Genau. Mein Wort hat keinen Raum in euch. Man könnte auch übersetzen: Das Wort macht keinen Fortschritt in euch oder es findet keinen Platz bei euch. Ja, dieses griechische Wort wird auch verwendet von Geschossen, die irgendwo eindringen. Ja, also wenn jetzt, ich nehme einen Pfeil und der trifft einen ins Herz, ja, der dringt ein. Ihr wisst vielleicht zu Pfingsten, wie heißt das? Zu Pfingsten, als der Heilige Geist herabkommt und Petrus predigt mit Vollmacht, da heißt es, als er aber dies sagte, da drang es ihnen ins Herz hinein, ja, und dann haben sie sich bekehrt, nicht wahr? Und da haben sie gesagt, Männer, was sollen wir, Brüder, was sollen wir tun? Ja, und er sagt, lasst euch taufen. Tut Buße und lasst euch taufen. Aber hier dringt es nicht ein. Und ihr wisst vielleicht, es gibt dieses Gleichnis in Matthäus 13 von den vier Böden, wo der Same ausgestreut wird. Und bei einem Samen, da geht es gar nicht erst unter die Erde. Da dringt es gar nicht ein. Ja, das findet, hat gar keinen Platz. Bei welchem Boden ist das? Beim ersten Boden, ja, der so festgetrampelt ist. Da kommt der Same nur oben drauf, oberflächlich, und er dringt gar nicht ein. Und was passiert dann bei diesem Boden? Wisst ihr das noch? Ja, da kommen die Vögel und picken wieder alles weg. Und da sagt Jesus, der Satan, man hört zwar die Predigt, aber es geht gar nicht, es geht hier rein und raus quasi. Ja, der Satan kann alles wieder wegnehmen. Und das ist ein bisschen das, was Jesus hier sagt. Er sagt quasi mit anderen Worten, ihr seid der erste Boden. Ja, ihr seid zwar Theologieprofessoren, aber wenn das Wort Gottes wirklich zu euch kommt, trifft es quasi wie auf eine Mauer. Es kommt nicht vorwärts, ja, es bleibt stehen vor euch sozusagen. Warum? Weil sie ihr Herz nicht für Jesu Worte öffnen. Und das heißt, man kann tatsächlich vor dem Wort Gottes stehen, man kann es lesen und hören. Ich meine, die standen ja vor dem Wort Gottes buchstäblich, die standen vor Jesus. Die standen vor ihm und das Wort Jesus kam nicht weiter. Ich meine, Gottes Wort hat eine unglaubliche Kraft. Wenn Gott sagt, es werde Licht, wird es Licht. Aber mit unserem Willen können wir, zumindest in unserem Leben, quasi das Wort Gottes aufhalten. Wir können quasi zumachen. Ja? Und dann kann selbst das Wort Gottes nicht hindurchdringen. Weil Gott uns natürlich so sehr liebt, dass er unseren Willen respektiert. Ja? Das habe ich selber erlebt, als die Tradition oder das, was ich früher hatte, das blockiert hat. Weil da hast du es gehört und dann hast du es gelesen. Und ich habe ganz oft die biblische Sprüche gelesen oder Bibelstellen, aber ich habe sie nie so verstanden, erst durch den Heiligen Geist,
kam das. Ja, ganz genau. Deswegen sagt die Bibel, dass man ohne den Heiligen Geist die Dinge gar nicht, also man braucht den Heiligen Geist, um geistliche Dinge geistlich zu deuten. Ja? Und der fehlt ihnen. Ja, das wird, Jesus hat ja gesagt, erinnert euch, er sagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Er hat ganz deutlich den Kontrast gemacht zwischen geistlich und fleischlich. Jetzt lesen wir mal weiter in Johannes 8, Vers 38. Johannes 8, Vers 38. Wer mag lesen? Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Genau. Jesus macht wieder einen Kontrast, ja? So wie auch schon vor dem Kapitel. Er sagt, er hat ja gesagt, ich bin von oben, ihr seid von unten, ja? Geistlich, fleischlich. Und jetzt sagt er hier, beide, sowohl Jesus als auch die Pharisäer haben einen Vater. Und woran erkennt man, dass sie beide einen unterschiedlichen Vater haben? Nach dem Wort von Jesus hier? Hm? An dem, was sie tun, oder? Dass die Werke der Pharisäer offenbaren, wer ihr Vater ist. Ja? Sagt, ich habe einen Vater und das, was ich gehört habe, das sage ich euch. Ja? An meinen Worten könnt ihr sozusagen meinen Vater erkennen und an euren Werken erkennt man auch euren Vater. Und die Implikation ist natürlich, ihr habt einen anderen Vater als ich, weil das Gespräch geht ja so. Ja? So. War Jesus der Erste, der angedeutet hat, dass sie, wir werden ja noch gleich dazu kommen, dass dann Vers 44 sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, nicht wahr? Gab es jemanden schon vorher, der den Pharisäern gesagt hat, dass sie einen Vater haben, der nicht gut ist? Hm? Genau, wer hat das gesagt? Johannes der Täufer hatte gesagt, Schlangenbrut. Ja, und was ist die Schlangenbrut? Also was ist eine Schlangenbrut? Das sind die Nachkommen der Schlange. Ja? Ihr wisst ja, Jesus hatte gesagt in 1. Mose 3, 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Ja? Der Same der Frau, der Same der Schlange, und das sieht man dann in 1. Mose 4, Kain und Abel. Ja, die gegeneinander kämpfen. Und da haben wir diese Idee auch schon. Schaut mal mit mir. Ah, genau. Lass uns ganz kurz das anschauen in Matthäus 3, wo der Johannes das gesagt hat. Er sagt in Vers 7, in Matthäus 3 und dort Vers 7. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Wenn euch erinnert, Jesus hat in Johannes 8 gesagt, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Also wie wollt ihr dem entfliehen? Ja? Und dann schaut in Vers 9, das ist ganz interessant, man hat das Gefühl, man ist quasi 3 Jahre hier zurückversetzt. Ja? Also das ist genau das gleiche wie in Johannes 8. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu wecken. Hätten sie Johannes dem Täufer geglaubt? Hätten sie Jesus hier annehmen können. Aber sie haben das von Johannes dem Täufer nicht angenommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Denn das Problem ist oft, wenn man erstmal eine Meinung sich gebildet hat, ist es schwer, die Meinung wieder aufzugeben. Wenn man erst einmal gesagt hat, ich glaube, das ist falsch, und vielleicht sogar anderen noch erzählt hat, dass es falsch ist, dann ist man nicht so leicht bereit, es doch als wahr anzuerkennen. Deswegen ist eines der wichtigsten Dinge, wenn man sich mit sogenanntem neuen Licht beschäftigt oder so überhaupt mit biblischer Wahrheit, dass man nicht gleich eine Meinung formt, dass man sich erstmal alle Beweise zusammensammelt. Weil je früher man eine Meinung formt, desto eher ist man vielleicht auch falsch, ja, weil man einfach nicht alles sich angeschaut hat. Und die haben einfach ziemlich bald den Johannes abgelehnt und 3 Jahre später kann selbst Jesus sie nicht mehr überzeugen. Und das ist eigentlich eine sehr ernste Warnung auch, die wir hier finden. Also Jesus sagt, was ich bei meinem Vater gehört habe. Ihr könnt euch gerade erinnern an den Morgenstern, nicht wahr? Er hat immer das gesagt, was er von seinem Vater gehört hat. Das finde ich so beeindruckend, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. In Jesaja 50 sagt er ja, morgen für morgen weckt er mich, damit ich höre, wie Jünger hören. Jesus war der größte Lehrer aller Zeiten, weil er der größte Schüler war. Die ganze Bergpredigt, die Seepredigt, die Endzeitpredigt waren alles Dinge, die er vom Vater gehört hat. Die Gott der Vater auch so gepredigt hätte, wenn er auf der Erde gewesen wäre. Und das sieht man hier
ganz deutlich nochmal, das betont Jesus immer und immer wieder, könnt ihr im Johannesevangelium sehen, immer wieder sagt er, was ich bei meinem Vater gesehen habe, das kommt ganz deutlich vor. Jetzt schauen wir in 1. Johannes 3. Derselbe Johannes, der das hier aufschreibt im Johannesevangelium, der sagt dann in den Johannesbriefen ganz ähnliche Dinge, die uns helfen, das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen. In 1. Johannes 3 und dort Vers 8 bis 10, da sagt er, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, Achtung, wer seinen Bruder nicht liebt. Jetzt, wie war die Haltung der Pharisäer zu Jesus? Haben sie ihn geliebt? Hätten sie ihn lieben sollen, selbst wenn er nicht der Messias gewesen wäre? Ja, also das Problem ist nicht, dass sie den Messias hassen. Das ist sowieso ein Problem, das ist sowieso das größere Problem, aber das Problem ist schon, dass sie überhaupt einen Menschen hassen. Selbst wenn Jesus nur ein normaler Mensch gewesen wäre, hätte der Hass auf Jesus bewiesen, dass sie keine Kinder Gottes sind. Ja? Und das sehen wir bei Kain und Abel und das sehen wir auch in unserem Leben. Wenn wir andere Menschen nicht lieben, wenn wir irgendwie Groll auf die haben und Zorn, dann ist in diesem Bereich unseres Lebens, ja, hat der Satan noch die Kontrolle. Das heißt, dann dürften die auch die Römer nicht hassen. Richtig, und deswegen waren sie so erstaunt, als Jesus in der Bergpredigt sagt, liebt eure Feinde. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist echt ganz, ganz, ganz aktuell, weil wir leben in einer Welt, in der viele Menschen viele Dinge falsch tun und vielleicht auch zu unserem Schaden sind, ja, oder vielleicht sogar Dinge tun, vielleicht auch bewusst oder unbewusst sei dahingestellt, ja. Aber wir haben auch in den letzten Jahren erlebt, wie leicht es dann ist, Menschen zu hassen, ja, weil sie falsche Entscheidungen treffen. Und das ging den Juden damals ganz genauso. Aber letztendlich kommt Hass immer von Satan und Liebe kommt von Gott. Sehr deutlich getrennt. Und Jesus macht in diesem Gespräch, er zeigt, es sind zwei völlig verschieden gesetzte, entgegengesetzte Pole. Das ist nicht so grau. Ja? Es ist entweder dieser Vater oder dieser Vater. Gehen wir zurück zu Johannes und dort Vers 39. Also, was Jesus ihnen deutlich machen will, ist, ihr sündigt und dann nützt euch eure genetische Abstammung gar nichts. Ja? Ich bin in erster, zweiter, dritter, in vierter Generation Adventist. Das nützt keinem Menschen was. Ja? Mein Urgroßvater wurde Anfang des, ja, in den 20er Jahren damals im heutigen Polen getauft. Davon kann ich mir nichts kaufen. Wenn ich sündige, ist das vollkommen egal, was meine Vorfahren getan haben. Ja? Niemand wird gerettet, weil seine Vorfahren so toll waren, sondern unser eigenes Leben ist entscheidend, nicht wahr? Und hier, die Pharisäer, die waren nicht in vierter Generation Israeliten, die waren in 40. in, weiß ich nicht, 100. Generation. Ja, also die waren ja in, das war ja noch viel eindrucksvoller, aber es nützt ihnen nichts. Johannes 8, Vers 39. Jetzt kommt's. Johannes 8, Vers 39. Möchte jemand lesen? Sie antworteten und sprach zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Genau. Sie sagen, Abraham ist unser Vater. Nicht wahr? Das haben sie schon gesagt in Vers 33. Da haben sie gesagt, wir sind Abrahams Same. Sie sagen, Abraham ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Und Jesus sagt wieder, wenn ihr seine Kinder wärt, dann würdet ihr, es geht um die Taten. Ja? Das heißt, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da kommen wir gleich noch zu. Mein Bekenntnis nützt überhaupt nur etwas, wenn mein Leben dem Bekenntnis entspricht. Und deswegen kann man die Werke nicht vom Glauben trennen. Es gibt die Diskussion mit dem Glauben und den Werken.
Aber wenn die Werke den Glauben nicht bezeugen, ist der Glaube völlig wertlos. Das ist das, was Jakobus sagt, nicht wahr? Da kommen wir jetzt dann an der Stelle gleich hin. Also wir haben schon gesehen, in der Feindesliebe hätte man echte Kinder Gottes erkannt. Schauen wir Römer 2 und dort Vers 28. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das heute auch in der Christenheit oft falsch verstanden wird. Ja? Es gibt heute auch in der Christenheit immer so ein bisschen den Gedanken, dass vielleicht doch irgendwie das genetische Israel irgendwie eine besondere Rolle hat, weil sie ja genetisch irgendwie von Abraham abstammen. Aber sowohl das Alte als auch das Neue Testament sind sehr deutlich. Gott behandelt nicht Menschen besser oder schlechter, weil sie bestimmte Vorväter haben. Ja, es geht immer um den Menschen selbst vor Gott. In Römer 2, Vers 28 und 29 sagt Paulus, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht ist das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen im Geist. Nicht dem Buchstaben nach, seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ihr wisst vielleicht, die Religion der Pharisäer bestand aus Äußerlichkeiten, da fehlte der Heilige Geist und von wem kam die Anerkennung? Sagt Jesus ganz oft, wenn die Pharisäer ihre Religion ausgeübt haben, wessen Anerkennung haben sie gesucht? Die von Menschen, oder? Jesus sagt nicht wahr, sie stehen da und warten auf den Applaus, sie stellen sich an den Straßenecken hin, um gesehen zu werden. Aber das ist eben diese Seite, die kann extrem religiös wirken. Übrigens, diese Seite hier sah so religiös aus, dass sogar die Jünger Jesu dachten, dass das echte Gläubige sind. Ja, sogar die Jünger Jesus haben ja lange gebraucht, bis sie verstanden haben, die Pharisäer sind gar nicht so heilig, wie sie vorgeben. Das hatte enormen Eindruck gemacht. Auch wir sind als Menschen oft beeindruckt von Menschen, die viel in der Bibel lesen, die viel die Bibel gut kennen, die vielleicht ein sehr heiliges Leben vorspielen. Und deswegen sollten wir uns niemals allein auf Menschen verlassen, weil Gott allein kennt die Herzen. Ja? Innerlich, ein wahrer Jude ist am Herzen beschnitten. Schaut mal in Römer 4. Wo wir jetzt gerade schon in Römer sind, in Römer 4 und dort Vers 11 und 12. Und er empfing das Zeichen, da geht es um Abraham, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. So, was ist das Argument von Paulus? Das ist ganz interessant. Was ist sein Argument? Was ist der Punkt, den Paulus hier machen möchte? Ich gebe zu, Paulus ist mal ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist der Punkt ganz deutlich. Es geht um ein Zeichen des Glaubens. Es geht um Abraham, oder? Abraham ist ein was? Er ist ein? Was steht hier? Er ist ein? Er ist keine Mutter, er ist ein Vater. Ja? Von wem ist er der Vater? Wann ist er von den Unbeschnittenen der Vater? Was müssen die Unbeschnittenen haben, damit er ihr Vater ist? Und was müssen die Beschnittenen haben, damit er ihr Vater ist? Ja? Es geht ja darum, dass der Abraham ist ein Vater. Er ist der Vater der Unbeschnittenen und der Beschnittenen. Aber unter welcher Bedingung? Ja, die Gerechtigkeit wird ihnen angerechnet dann, ja? Aber was müssen diese Menschen haben, egal ob beschnitten oder unbeschnitten, damit sie Kinder Abrahams sein können, damit Abraham ihr Vater ist? Glauben, könnt ihr das sehen? Alle, die glauben, egal ob beschnitten oder unbeschnitten, sind Kinder Abrahams. Das sagt der Paulus ganz deutlich. Steht ganz deutlich da, oder? Die Unbeschnittenen können Kinder Abrahams sein. Also die Pharisäer haben gedacht, nur ein Beschnittener ist ein Kind Abrahams. Und Paulus sagt, nein, nein, nein. Auch ein Unbeschnittener kann Kind Abrahams sein. Und ein Beschnittener ist nur dann Kind Abrahams, wenn er das eigentliche Entscheidende hat, nämlich Glaube. Und deswegen steht in Vers 16, schaut mal, Vers 16, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, also den Beschnittenen und den Unbeschnittenen, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Der Paulus spricht ja an die Römer. Die Römer waren keine Juden, das waren halt Römer, nicht wahr? Und er sagt, Abraham ist euer Vater, weil das Entscheidende an Abraham war nicht seine Beschneidung, sondern sein Glaube. Und genau
das fehlt den Pharisäern 100%, denn sie glauben gar nicht. Sie glauben weder an Jesus, noch glauben sie an die Verheißung Gottes über den Messias. Ihnen fehlt der Glaube. Und deswegen können sie nicht Abrahams Kinder sein. Deswegen steht in Galater 3, Paulus hat diesen Punkt sehr deutlich und präzise beschrieben. In Galater 3, Vers 7 ist es noch deutlicher als im Römerbrief. Galater 3, Vers 7. So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Das heißt, wer ist errettet? Wer glaubt? Ich bin nicht errettet, weil ich mich in einer Adventgemeinde befinde. Ich bin nicht errettet, weil meine Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern Adventisten gewesen sind. Ich bin nicht errettet, weil ich eine Familie voller gläubiger Menschen habe oder weil ich hunderte theologische Bücher geerbt habe. Was weiß ich was. Ich bin errettet durch den Glauben, dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat, sagt Johannes 3, Vers 16. Und damit es ganz deutlich wird, was wir glauben sollen, in Vers 29, selbes Kapitel, Vers 29, wenn ihr aber wem angehört? Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Also, biblisch gesehen ist man wann Abrahams Kind? Wenn man zu Jesus gehört. Und was wollen die Pharisäer mit Jesus machen? Sie wollen ihn töten. Also das ist quasi, sind 180 Grad von ihm entfernt. Ja, genau auf der anderen Seite. Und sagen, wir sind Abrahams Kinder. Also man kann eigentlich keine größere Täuschung haben, als wenn man sagt, ich bin errettet und man plant gleichzeitig die Tötung dessen, der ihn retten kann. Versteht ihr? Man kann nicht weiter entfernt sein. Und das zeigt, wie krass man getäuscht sein kann, obwohl man sich selbst für heilig hält. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Lektion auch für uns, die uns deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir uns ganz fest an Jesus klammern und nicht auf uns selbst schauen und nicht auf unsere eigenen Verdienste und auf unser eigenes Wissen uns verlassen, weil dann können wir richtig in die falsche Richtung abrutschen. So, er sagt ja eure Werke, ja, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, würdet ihr Abrahams Werke tun. Das bringt uns zu einer Frage. Was waren denn die Werke Abrahams? Und dazu haben wir eine interessante Stelle, die ihr wahrscheinlich gut kennt, aber die wir selten in diesem Licht lesen. In Jakobus Kapitel 2. In Jakobus Kapitel 2, da geht es ja um die Frage, der Jakobus, der von dem immer einige denken, dass er gegen den Paulus spricht, aber das stimmt gar nicht, ja, er schaut nur von einer anderen Perspektive drauf, diskutiert jetzt die Frage bei Abraham mit dem Glauben und den Werken, oder? Und da sagt der Jakobus in Vers 21 von Kapitel 2, Jakobus 2 und dort Vers 21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch was gerechtfertigt? Durch Werke, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Also meistens lesen wir das aus der Perspektive, nicht wahr, reicht der Glaube oder müssen noch Werke folgen? Ja? Aber jetzt geht's mal hier um die andere Perspektive. Hier geht es darum, Jesus sagt, es geht um die Werke. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, würdet ihr Abrahams Werke tun? Was sind Abrahams Werke? Was sind seine Werke hier? Er hat seinen Sohn geopfert, genau. Er war gehorsam. Aber was sagt der Jakobus? Was machen die Werke Abrahams hier? Also das waren ja vieles, nicht wahr? Er ist rechtzeitig aufgestanden, er hat gehorcht, er ist den ganzen Weg gegangen, er hat den Sohn gebunden, nicht wahr? Er hat eine ganze Reihe von Dingen getan. Aber all das ist, ja, es war aus Glauben. Könnt ihr das sehen? Also Jakobus will natürlich deutlich machen, der Glaube allein reichte nicht, er musste noch umsetzen. Aber den Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist, das, was Abraham getan hat, hat er immer aus Glauben getan. Es waren Werke des Glaubens. Es waren Werke des Glaubens. Deswegen sagt der Jakobus, als er diese Werke getan hat, war das nicht, erst hat er geglaubt, dann hat er Werke getan, sondern er hat dadurch den Glauben erfüllt. Ja?
diese Schriftstelle kommt ja eigentlich aus 1. Mose 15. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er hatte den Glauben und jetzt sagt Jakobus, indem er den Isaak geopfert hat, hat er diesen Glauben bewiesen. Er hat den Glauben ausgesprochen oder ausgedrückt. Was ich damit sagen möchte ist, Jesus sagt, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, würdet ihr seine Werke tun, nämlich Werke des Glaubens. Ein Kind Gottes kann daran erkannt werden, dass was es sagt und was es tut, aus Glauben geschieht. Das ist ein Kind Gottes. Das ist die Definition. Jeder Mensch, der aus Glauben redet und aus Glauben handelt und aus Glauben denkt, ist ein Kind Gottes. Erstmal unabhängig davon, wie viel er theologisch verstanden hat. Ja, das kommt danach. Aber das ist ein Kind Gottes. Es gibt Menschen, die haben theologisch enorm viel verstanden, aber handeln nicht aus Glauben. Und die sind vielleicht sogar Leiter in der Gemeinde. Hier, ja. Und halten sich für die größten Experten der Bibel und für die konservativsten überhaupt. Aber sie tun es nicht aus Glauben, sondern aus Egoismus. Und sie haben den Vater, den Teufel zum Vater. Die sagen, dass sie glauben. Ja, da würde ich jetzt sagen, genau, der echte Glaube ist der Glaube, der sich in den Werken zeigt. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, aber deswegen kann ich trotzdem die Gebote brechen, wie ich will, das ist kein Glaube. Das ist Anmaßung. Ja. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, aber ich möchte mit niemandem darüber reden und ich will das einfach für mich behalten und niemandem erzählen, das ist nicht der Glaube an Jesus. Das ist Anmaßung. Ja. Der Glaube der Bibel, der echte Glaube, ist immer der rettende Glaube, den die Bibel beschreibt, der mit der Bibel in Übereinstimmung ist. Ja. Daran kann man den Glauben messen. Ja? Denn Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ganz genau. Ein Vers schaffen wir noch, Vers 40. Johannes 8, Vers 40. Und da macht Jesus diesen Punkt jetzt ganz deutlich. Er sagt in Vers 40, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe, da habt ihr es wieder nicht, wa? Von Gott gehört. Das hat Abraham nicht getan. Ja. Eure Werke und die von, das ist, ihr handelt nicht wie Abraham. Ja. Schaut mal mit mir in Psalm 37 und dort Vers 12. Psalm 37. Und dort Vers 12. Dort steht, der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Klingt ein bisschen wie die Pharisäer, die haben Pläne ausgeheckt gegen Jesus. Später bei Stephanus heißt es ja buchstäblich, sie knirscht mit den Zähnen. Vers 32. Da steht es nochmal explizit, der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Glaubt ihr, die Pharisäer kannten diese Texte? Ja. Jesus hält ihnen ja nur den Spiegel vor. Jesus beleidigt sie ja nicht. Er hält ihnen nur den Spiegel vor. Schaut mal, ihr wisst ganz genau, ihr wollt mich töten. Ihr verleugnet es, aber ihr schmiedet Pläne in eurem Herzen. Ihr besprecht euch. Ihr überlegt, wer mich fangen könnt. Ihr wollt mich töten. Schaut doch mal in euer eigenes Gesetz. Schaut dahin. Eure Werke sind nicht, Abraham hat nicht geplant, wie kann ich jemanden umbringen? Und wir brauchen manchmal diesen Spiegel, dass wir feststellen, hey, was wir so denken, was wir so planen, wie wir über andere Menschen denken, das stimmt nicht überein mit dem Wort Gottes. Einer meiner Lieblingsprediger hat mal gesagt, manchmal brauchen wir das Evangelium hier direkt zwischen die Augen. So, ja, so als, das muss uns mal so packen und sagen, wow, ich denke die ganze Zeit so über jemanden und denke, ich bin gerechtfertigt darin, aber es ist falsch. Es ist total falsch. Und Jesus hat gehofft, dass er irgendwie zu ihnen durchkommt. Er sagt dazu ihnen, ihr wollt mich töten, weil ich euch die Wahrheit sage. Habt ihr schon mal erlebt, dass wenn ihr die Wahrheit gesagt habt, also die biblische Wahrheit, dass Leute, die euch vorher wohlgesonnen waren, plötzlich sich umgedreht haben? Das passiert. Wir leben in einem großen Kampf. Der Paulus hat auch Angst gehabt, dass das ihm passiert. Schaut mal in Galater Kapitel 4, Galater Kapitel 4, Vers 16.
Das ist nicht nur bei Jesus passiert. In Galater 4 und dort Vers 16, da stellt Paulus eine ganz, ganz bewegende Frage. Er sagt, Galater 4, Vers 16, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Also wenn ihr euch mal in die Lage von Paulus hineinversetzt, der hat ja diese ganzen Galater zum Glauben geführt. Der hat ihnen ja das Evangelium beigebracht. Der hat sie zu Jesus geführt und jetzt merkt er, wie andere Leute, die so verwirrt haben, dass er sagt, hey, wenn ich euch jetzt die Wahrheit sage, seid ihr mir dann Feind? Kämpft ihr gegen mich, nur weil ich euch die Wahrheit sage? Dürfen wir die Wahrheit unterdrücken, um mit allen Menschen Freund zu sein? Unter keinen Umständen. Ich meine, Jesus, und das sehen wir hier in Jesus auch, Jesus hat versucht, die Pharisäer zu retten, aber er hätte einfach sagen können, okay, ich lasse mal ein Stück von der Wahrheit weg. Ich mache mal ein bisschen mit der Selbsterhöhung, weil dann lieben die mich. Ja? Ich mache mal ein bisschen mit Römer-Bashing. Ich schimpfe mal ein bisschen gegen die Römer, damit die mich auch ein bisschen, dann hätten die wahrscheinlich einen Schulterschluss gemacht. Aber das Evangelium hätte nicht mehr funktioniert. Jesus wäre seiner Sache untreu geworden. Das heißt, Jesus hat mit äußerster Liebe, und wir werden das nächste Mal, heute haben wir nicht mehr die Zeit, wir werden sehen, wie er auch dann umgeht mit Attacken, die wirklich fies sind. Jesus hat mit äußerster Liebe mit ihnen gesprochen, aber er hat die Wahrheit ihnen gesagt. Und was wir lernen müssen, wir brauchen die ganze Liebe, die Gott uns in unser Herz geben kann, aber wir müssen auch die ganze Wahrheit sagen. Wir können es uns nicht leisten zu sagen, naja, dann lasse ich halt die Wahrheit weg, um des lieben Friedens willen. Jesus wusste, wenn er die Wahrheit sagt, töten sie ihn. Und er hat alles versucht, das aufzuhalten, indem er sie versucht hat zu bekehren, indem er versucht hat, sie zu retten, indem er versucht hat, auch ihnen zum Teil aus dem Weg zu gehen, wie wir gesehen haben. Er ist ja nicht ständig nach Jerusalem gerannt. Aber wenn er ihnen begegnet ist, hat er ihnen die Wahrheit gesagt, um sie zu retten. Und er wusste, was das für Konsequenzen für ihn hat. Und wir kommen in eine Zeit, da werden wir wissen, wenn wir die Wahrheit sagen, wird das die und diese Konsequenz haben. Und Jesus wollte nicht, dass sie seine Feinde sind, oder? Er wollte sie retten, aber trotzdem hat er die Wahrheit gesagt, auch wenn er wusste, sie werden ihn töten. Und ich glaube, das kann man wirklich von Jesus lernen, dass man Liebe zu Menschen hat, aber auch Liebe zur Wahrheit. Und Jesus sagt, nicht wahr, weil ich euch die Wahrheit gesagt habe, ihr wisst, Kain erschlug den Abel, weil dieser gerecht war. Nun, übrigens, ist euch was aufgefallen? In Johannes 8, Vers 40 sagt Jesus, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen. Wir haben vorgesehen, in Johannes 8 hat Jesus mehrfach seine Göttlichkeit angedeutet. Er hat gesagt, ich bin. Ja? Wenn, ihr werdet sehen, dass ich bin. Und das kommt ja später noch im Kapitel, wo er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Aber gleichzeitig, das sieht man, wie ausgewogen Jesus gewesen ist. Nicht? Er hat seine Göttlichkeit immer wieder angedeutet und sagt, aber jetzt, aber ihr wollt mich, einen Menschen, töten. Ja? Jesus ist ganzer Gott, aber er ist eben auch ganzer Mensch. Das Verhalten, damit schließen wir, das Verhalten der Pharisäer stand in krassem Gegensatz zu ihrem selbsternannten Ahnherr. Ich würde mal ein aktuelles Beispiel nehmen. Ich denke, so gut wie jeder von uns, der sich mit der Adventgemeinde identifiziert, würde sagen, die Pioniere sind unser Vorbild. Ja. Kann es uns auch passieren, dass wir zwar uns auf die Pioniere berufen und sagen, wow, nicht wahr, unsere Pioniere, die Adventbotschaft, aber dass dann unser Verhalten dem Verhalten der Pioniere völlig entgegengesetzt ist. Ich habe schon oft manchmal Leute getroffen, die mir sagen, ah, aber James White und Joseph Bates und hier. Ne? Und wenn ich dann lese, wie James White oder Joseph Bates oder Ellen White gewesen sind, wie sie so gehandelt haben, nach welchen Prinzipien sie gelebt haben, dann denke ich mir, die würden euch ziemlich kritisieren. Die würden euch tadeln für euren Fanatismus oder für was auch immer ihr jetzt da gerade tut. Und wir könnten das mit Reformatoren machen, nicht wahr? Wie viele Leute sagen heute noch, ah, der Martin Luther, und ihr Verhalten ist aber 180 Grad entgegengesetzt dem, was Luther getan hätte. Wie hier mit Abraham, ja? Und da könnte man jetzt ein Beispiel nach dem anderen nehmen. Und einen letzten Punkt will ich noch machen, weil der sehr interessant ist. Die Pharisäer dachten tatsächlich, dass so eine formale Abfolge, in dem Fall eine Genetik, sicherstellt, dass man vom Heiligen Geist geführt ist. Dieses gleiche Prinzip gibt es auch in der Kirchengeschichte. In der Kirchengeschichte hat man die Idee entwickelt, wenn ein Bischof den nächsten Bischof weiht
und ein Bischof dem nächsten folgt und man sich zurückverfolgen kann auf den Apostel, die sogenannte apostolische Sukzession, dann ist garantiert, dass dieser Bischof die Wahrheit sagt. Ja, also mit anderen Worten, wenn der Bischof sagen kann, ich wurde von dem Bischof geweiht und der wurde von dem Bischof geweiht und der von dem und der und dem und dem und das geht bis zu Petrus zurück, dann ist sichergestellt, dass dieser Bischof die Wahrheit sagt, weil er sich auf Petrus zurückberufen kann. So ist das Papsttum entstanden. Das ist entstanden dadurch, dass man gesagt hat, wir haben eine lückenlose, also die ist gar nicht so lückenlos, aber man hat behauptet, eine lückenlose Linie zurück bis zu Petrus. Ja? Aber das ist vollkommen egal. Weil wenn die Linie auch noch so lückenlos ist, wenn dieser eine Mensch sündigt, sagt er nicht die Wahrheit, auch wenn er von Petrus abstammt. Ja? Und daran kann man sehen, dass das Argument, das für die katholische Kirche vorgebracht wird, die apostolische Sukzession, im Grunde genommen das Argument dieser Pharisäer ist. Also wenn ihr mehr studiert über die Pharisäer, dann werdet ihr feststellen, dass vieles von dem, was in der katholischen Kirche so theologisch gesagt und gedacht wird, eigentlich dem ziemlich entspricht, auch mit der Werksgerechtigkeit, ja, mit dem Pomp. Und wenn man die Offenbarung liest, dann auch ganz deutlich dieser Punkt hier. Ja. Und das zeigt uns wiederum, wie Jesus möchte, dass wir auch mit den Mächten der Endzeit umgehen, wie wir sie behandeln. Denn so wie Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist, so sollen auch wir in der Endzeit mit denen umgehen, die uns dann verfolgen wollen. Und auch verfolgen werden. Nächste Woche werden wir sehen, wie das weitergeht. Ja, es gibt noch mehr zu entdecken, aber nächste Woche nicht, in zwei Wochen dann. Nächste Woche machen wir Pause, urlaubsbedingt. Aber in zwei Wochen werden wir dann sehen, wie das Gespräch weitergeht. Und ihr werdet sehen, es gibt noch einige ganz interessante Wendungen in diesem Gespräch. Für heute wollen wir uns vornehmen, uns selbst zu hinterfragen. Sind meine Werke aus Glauben oder aus Ichsucht? Höre ich, was Gott mir sagt, oder will ich mich selbst in den Vordergrund schieben und bin dadurch, ohne dass ich es selbst weiß, denn die haben es ja nicht gewusst, ein Kind Satans. Ja. Der pharisäische Glaube, am Anfang hat man vielleicht nicht, aber durch Lob oder dass man da, was hast du ganz toll gemacht und so stolz, kommt man manchmal auch in das, man rutscht da richtig rein. Ja, aber letztendlich gibt es ein ganz einfaches Hilfsmittel dagegen. Weil auch die Jünger von Jesus hatten manchmal so Anwandlungen, oder? Aber die Jünger von Jesus wurden nie Pharisäer. Warum? Weil sie sich immer an Jesus gewandt haben. Wir alle haben mit Stolz zu kämpfen. Wir alle haben ein Herz, das erneuert werden muss, nicht wahr? Aber Jesus ist das Hilfsmittel. Und wenn wir Jesus haben und an Jesus uns festhalten, dass wenn wir mal falsche Gedanken gehabt haben, dann können wir wieder zurückkehren. Das Problem ist hier, sie wollten nicht hören. Und das war das große Problem. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lass uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für dieses Studium und für die Dinge, die du uns gezeigt hast darin. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns wirklich selbst prüfen, dass wir uns selbst erforschen, ob wir Dinge tun, um gesehen zu werden, um gelobt zu werden von Menschen, um uns selbst zu erhöhen oder ob wir Dinge tun, weil wir sie von dir gehört haben, weil wir aus Glauben leben. Herr, wir möchten uns von ganzem Herzen an dich wenden und an dich klammern. Wir möchten echte Christen sein und keine Heuchler. Und Herr, wir danken dir, dass du uns berufen hast und dass du uns stärkst. Und wir möchten dich bitten, dass wir auch von Jesus lernen, wie wir mit Menschen umgehen, die uns das Böse wollen. Dass wir ihnen in Liebe begegnen und gleichzeitig die Wahrheit nicht verleugnen. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir in das Bild von Jesus mehr und mehr verwandelt werden. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.